Moin. 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 Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Ja. So, und wo? Ist der Körper noch heiß? Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. Krankes Hühnchen, guten Morgen. Ja, wie soll ich jetzt darauf antworten? Kannst du ein bisschen kackern. Echt, du, nach diesen, ganz ehrlich, nach diesen Antibiotika, die sind so groß wie Hühnereier, die Schiebdinger. Echt, du, ich weiß gar nicht, wie man die reinkriegen soll. Und sie hauen auch aufs Gehirn, ne? Nö, nein, also überhaupt wir, nicht. Wir sind ja, du wolltest den Podcast machen, ich will ihn auch machen, das ist egal. Aber wir müssen die Leute, die dann zuhören, guten Morgen, ihr Lieben, guten Morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Müssen wir euch vorbereiten. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, so zahlreich, wir freuen uns, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ja. Vor den Rundfunkempfängern. Aber es kann sein, weil ich habe bemerkt, dass Annika muss leider Antibiotika nehmen, weil sie eine blöde Entzündung hat. Und sie redet eine Nierenbeckenentzündung, Leute, das ist ja wohl so bekloppt. Ja, braucht sie doch mal. Kein Mensch hat es wieder hier geschrieben. So. Ja. Nur, ich wollte nur sagen, wenn du irgendwie Scheiße redest, wenn du nicht so ganz... Ja, und jetzt hast du Hannelore. Oh, Frau Lai. Ja. Das sagen wir nicht. Das denken wir vielleicht, aber in dem Fall ist es aber so. Ja, und sie mag also, das gar nicht. Tut mir leid. Ja. Also, falls Annika ein bisschen wirrwarr redet, dann liegt es nicht... Da hat sie jetzt mal zu, wie du da wieder rauskommst. Ja, Schande. Dann liegt es an den Antibiotika, so. Das wollte ich sagen. Also ganz ehrlich, Leute, solche Antibiotika, die haben ja wirklich eine Fantasiereise zur Folge. Das ist ja unglaublich, ne? Wie ein Drogentrip. Ist wie ja ein Drogentrip, Droge. Ja. Ja, wirklich. Also ich weiß schon immer, wenn ich irgendwie so in Schlafmodus verfall, dann weiß ich, also ganz ehrlich, ich träume richtigen Murks. Ja. Und ich träume auch da weiter, wo ich aufgehört habe. Und sie wacht doch auf, Leute, und erzählt dir den Traum weiter. Also bist du noch im Traummodus. Mhm. Und dann stelle ich mir so vor, es gibt ja nun auch Menschen, die sind drogenabhängig. Und die reden ja auch so ein Blödsinn und haben ja zum Teil auch solche Horrorträume. Mhm. Oder Leute, die jetzt dauerhaft Medikamente nehmen müssen. Sowas. Also schwere Medikamente. Nee. Oh, nee. Ich weiß noch, als ich so richtig krank war und im Krankenhaus lag, vor ein paar Jahren, dass ich einfach das nicht, also ich hab gewusst, dass ich dummes Zeug erzähle. Ja. Ja, der Höhepunkt, das können wir kurz erzählen. Da lag Annika, das ist schon Jahre her, auf der Intensivstation und war da auch vollgepumpt mit allen möglichen Zeugs. Und da hast du den einen Arzt, hast du als kolumbianischen Drogendealer. Drogenbaron gesehen. Drogenbaron und identifiziert. Die haben sich schlapp gelacht. Es ist ja auch was dran. Ich meine, der kam auch irgendwie, weiß ich nicht. Sah der, etwas, Quatsch, der kam aus München. So, sah aber schon so ein bisschen mafiös aus, weiß ich nicht. Ach, gar nicht. Ich meine, er ist ein Drogendealer. Hallo, der spritzt hier Sachen, da träumst du eben davon und selbst schuld. Oh. Aber das war geil. Grauenvoll. Und ich war so über... Also zwischendurch war ich dann immer in irgendwelchen Kriegsszenerien und da hängt ja oben eine Uhr. Mhm. Und die Uhr, die habe ich immer beobachtet und hab immer gewusst, diese Uhr ist das einzige Reale. Mhm. Daran kannst du dich festhalten. Mhm. Alles andere hat dein Kopf ja wirklich, hat sich das ausgedacht. Mhm. Aber jetzt, durch die Antibiotika, habe ich nichts mehr zum Festhalten. Mhm. Also, du hast mich und du hast Manfred. Ja, aber Kind. Ja, was Kind? Wo soll ich mich denn bei dir festhalten? Ja, mental. Mental? Ja. Aber bleiben wir noch dabei. Machen Sie wunderbare Übergang, den Übergang zum Thema. Ich weiß, dass du dich, und auch jetzt, wenn es Ihnen mal nicht gut geht, du träumst dich ja in bestimmte Gegenden. Ja. Und bevorzugt auf die Lofoten. Ja. Da in Nordnorwegen, wo wir eigentlich zusammengenommen schon Jahre verbracht haben. Ne? Ja.
Und wenn ihr euch Titelfoto hier von unserem Podcast anguckt, da seht ihr einen Strand mit Bergen und Steinen davon weg, wie Annika und ich denn da als kleine Figuren da rumstehen. Das ist so ein Sehnsuchtsort und ein Sehnsuchtsfoto. Mhm. Hauptland, hast du Hauptland genommen? Nee, das ist da hinten, dahinter so ein bisschen. Mhm. Mhm. Okay, in Hütterklech. Ja, genau. Mhm. Es ist so schön, ja. Leute. Das ist einfach so unglaublich schön. Und wir sind da immer wieder gewesen, immer wieder. Und ich kann das gar nicht sagen, wie. Und wenn es mir schlecht geht, als ich so krank war, da habe ich immer die Augen zugemacht und bin in Gedanken bin ich über die Lofoten geeimert. Mhm. Wirklich. Dann bin ich so richtig langsam. Mit irgendwas, also da ich ja auch keinen Führerschein habe, habe ich also irgendein Gefährt genommen und bin dann da also so ganz langsam lang gefahren und fand das wunderschön. Mhm. Ganz toll. Und das ist schon so eine Sache, ne? Wenn wir über Sehnsucht reden, dann hat es auch etwas damit zu tun, wenn wir Sehnsucht nach einem bestimmten Ort, nach einem bestimmten Menschen haben, nach so, dann können wir uns, und das ist das Tolle an unserem Gehirn, wir können uns da so wie du auch und ich auch, wir können uns da so reinversetzen, ja. Dass unser Körper auch so reagiert und du wurdest dann auch ruhiger und dir gingst dann auch besser. Es ist also damit Sehnsucht kann man auch benutzen, damit man sich auch besser fühlt, aber fangen wir mal an, Frau Hannelore Ley, unsere liebe Freundin von der Stiftung Kinderjahre, die hat so schön etwas geschrieben auf Facebook dazu, ich zitiere das mal, ne, das Frau Ley. Manfreds beste Freundin. Manfreds allerbeste Freundin, genau. Ja, Manfred, ja, hallo Frau Ley, guten Morgen. Ja, die beiden sind ganz dicke. Ja. Also, Frau Ley schreibt, Sehnsucht ist etwas Fernes, manchmal Undefinierbares, einfach Sehnsucht. Aber auch die klare Sehnsucht nach Liebe, Erfüllung eines großen Wunsches, ein Ziel zu erreichen und dann die Sehnsucht nach Ruhe. Ja. Genau auf den Punkt gebracht. Sehnsucht ist eigentlich sowas Diffuses. Und wir beide haben im Moment die Sehnsucht nach Ruhe richtig gepackt. Weil irgendwie ist hier in der Nähe das Norden-Festival in Schleswig. Und das schallt über die Schlei. Ob du willst oder nicht. Und Bässe können ganz schön anstrengend sein. Und Schlagzeug auch. Ja, vor allem, wenn du nur Bässe und Schlagzeug hörst. Wir würden ja mitsingen, ne? Also ja, wenn es flott ist. So, aber wir können nix, also ich weiß nicht mal, welche Lieder das sind. Kann ja mal rübergehen und sagen, mach mal lauter. Also wenn schon. Mama Lauda, wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda. Oh, komm. So ein schönes Thema. Und dann hau ich dazwischen. Genau, dazwischen. Okay. Aber das ist auch die Sehnsucht von manchen Menschen. Ja. Loslassen, feiern. Ja. Wie das. So richtig, richtig so ein bisschen. Ohne sich Gedanken machen zu müssen. Übrigens, die Psychologie kann mit Sehnsucht nicht so richtig was anfangen. Ja, das fand ich interessant. Weil, das ist so ein, ja, es gibt eine Professorin, die hat sich damit beschäftigt und gesagt, wow, also das ist ja irgendwie, man kann das nicht so richtig fassen. Ist das jetzt eine Emotion? Ist das ein Gefühl? Ist das eine Kognition? Also ist das ein Gedanke oben im Kopf, der so reinspielt? Weiter nur, also psychologische Sehnsucht zu definieren und um das zu erforschen, musst du es definieren. Für Fachleute operationalisieren, damit du es messen kannst, auch in Fragebögen und sowas. Das ist verdammt schwer. Da macht sich das der Duden, ihr Lieben, jetzt kommt der Bildungspodcast hier. Oh Gott. Ja, nützt nichts. Der Duden sagt, hör zu, dass das Wort sich sehnen, also S-E-H, sehnen, nur im deutschen Sprachgebrauch gebraucht wird. Also im Sprachgebiet gebraucht wird. Er verbindet es nicht mit der Sehne, also nicht mit der Fußsehne, sondern mit dem mittelhochdeutschen Wort sehnen.
sich Hermann liebend verlangen. So übersetzt sie das. Es klingt das Schmerzliche mit, was Fräulein auch geschrieben hat, und erinnert an eine Liebe, die noch nicht erfüllt ist. Und dann kommt der zweite Teil, das Wort Sucht, Sehnsucht, kommt ursprünglich nicht von Suchen, hab die Schlüssel verloren, sondern von Sichsein, Kranksein, von Siechtum. Sucht meint also ein krankhaftes Verlangen, eine krankhafte Abhängigkeit. Sehnsucht ist aber keine Abhängigkeit von einem Stoff wie Alkohol oder Drogen, auch nicht von Geltung oder Ruhm. Die Sehnsucht zieht aber etwas anderes auf, zum Beispiel Heimat, Geborgenheit, Glück, Liebe, Schönheit, Erfüllung. So, aber so das sagt ich, der Duden das. Ja. Finde ich irre, dass das so ein, also es ist so ein unglaublich starkes Gefühl. Ja. Es ist etwas, was den Menschen zu allem Möglichen treibt. Ja. Die Sehnsucht nach Macht, die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Anerkennung. Das ist wirklich eine der intensivsten Gefühle. Und dann kommt da so ein lapidares, wissen wir irgendwie auch nicht. Ja, das ist so. Aber fangen wir an. Also komm, wir sind ja auch Psychologen. Das können wir selbst machen. Echt? Also ja. Also Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Nähe und so. Der alte Herr Maslow, der Psychologe, der die Bedürfnishierarchie, Bedürfnispyramide aufgestellt hat, hat gesagt, als erstes, wenn du auf die Welt kommst, hast du das Bedürfnis, die Sehnsucht nach Nähe und nach Geborgenheit. Und natürlich nach was trinken, was essen, so in der Wollte ich gerade sagen, also komisch, da waren meine Bedürfnisse irgendwie anders. Aber es ist so, also diese Sehnsucht bleibt eigentlich ein Leben lang da, weil die ist existenziell. Ohne das würdest du erfrieren, verhungern, geht nicht. Und diese Sehnsucht, das hat ja auch sowas bewegen. Ich will mich irgendwo, ich muss mich irgendwie irgendwohin bewegen, damit diese Sehnsucht befriedigt wird. Hat also auch ein Ziel und ein berechtigtes Ziel. Habe ich übrigens das berechtigte Ziel heute Morgen auf irgendein Heißgetränk? Ja, komm, hier ist ein Kaffee. Komm, mein Schatz. Echt, du? Ja. Leute, und wenn du trinkst... Kaffee in der Schnabeltasse, das ist ja so... Ja, weil Annika zittert zwischendurch mal so ein bisschen und letztens war das ganze Bett und das müssen wir auch nicht haben. Ja, du, bestimmt ein Alter, ne? Ach, echt, du bist so ein schlimmer Finger. Ich bin so ein netter Mensch, ich weiß. Unsere liebe Freundin Maxi hat ganz viel dazu geschrieben. Danke, liebe Maxi. Und am Ende schreibt sie, nun, Sehnsucht steckt in jedem individuell verpackt. Ja. Es reißt und begleitet durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und endet erst, wenn du bereit bist, nicht mehr an deinen Träumen und Zielen festzuhalten. Ich hoffe, dass es nie passiert, weil jeder deiner kleinen Glücksmomente, die dir täglich begegnen, nicht mehr glänzen würde. Wow, Maxi. Schön formuliert. Ganz das letzte Wort habe ich nie verstanden. Okay, dann sage ich es nochmal. Sie schreibt, ich hoffe, dass das nie passiert, weil jeder deiner kleinen Glücksmomente, die dir täglich begegnen, nicht mehr glänzen würde. Glänzen, das war das Wort, das was... Üblich, das ist so. Ja, nicht mehr glänzen würden. Toll. Ach, Maxi, du bist ein Quell der Weisheit. Ja. Aber überleg mal so in der Romantik, ne? Letzten, vorletzten Jahrhundert. Dichter, Eichendorff, Novalis, so haben davon gelebt, von dieser Sehnsucht. Ja, die haben, glaube ich, auch als Erste diese Sehnsucht als Gefühl überhaupt erkannt. Ja. Und haben das auch als Mittel eingesetzt und haben damit auch rumgespielt. Ja, und das ist so, sie sehen so nach etwas Unerfüllbaren, nach der blauen Blume, nach der unerfüllbaren Liebe, nach all dem. Das hat nichts mit Krankheit oder sowas zu tun, no. Das ist das Lebensgefühl damals so gewesen, ne? Gab es ja auch eine Zeit, wo sich viele Leute leiden des jungen Wärters, wo sich dann auch viele umgebracht haben. So aus dieser... weil sich vieles natürlich nicht ertragen haben. Ja, genau. Und auf der anderen Seite, Leben ohne Sehnsucht wäre todlangweilig.
Stell dir mal vor. Ich glaube auch nicht, dass das geht. Nee. Ich glaube, Sehnsucht ist das, was wir alle in unserem Herzen als Päckchen mit uns tragen. Ja. Wir haben in uns einen Sehnsuchtsort, der ist entweder real, den gibt es, und wir haben das Gefühl, da möchten wir immer wieder hin. Mhm. Oder wir haben einen Ort, den wir einfach gar nicht weiter betiteln, aber der so rumschwimmt. Irgendwie im Kopf und den es gar nicht gibt. Das ist dieses Gefühl, wenn Leute in Liedern oder in Romanen verkünden, hier, Pink, gerade ein Lied darüber gesungen, ich möchte irgendwo hin, anywhere but here. Ja. Also irgendwo hin, bloß nicht hier. Genau. Ja. Was Dragon soll das? Man, dieses ja. tolle Lied, ja. Was soll das? Also sprich, eine Sehnsucht nach einem Ort, wo es besser ist als hier. Dabei weißt du eigentlich als Realist, egal wo du hinkommst, der Mist ist da genauso wie hier. Na? Das ist auch interessant. Also wir sind ja nun wirklich ganz viel in der Weltgeschichte rumgereist und hatten ja auch sowas wie Fernweh, auch so ein schönes Wort. Ne? Da dieses Verlangen, diese Sehnsucht nach etwas Neuem zu entdecken. Und das ist auch wichtig und war auch toll und ist immer noch toll. Aber dann ist auch wieder so, dann ist man auch wieder zu Hause, dann ist auch wieder gut. Also ich glaube, das Fernweh, die Sehnsucht nach einem fremden Ort hat so Dämpfer erlebt, einfach weil wir so viele Orte kennengelernt haben, die wir wunderschön fanden. Mhm. Oder ich fand einiges so wunderbar. Und wenn ich dann krank bin oder ich die Augen zumache und im Gedanken verreise, dann sehe ich so viele wunderbare Farben und so viele wunderbare Orte. Da ist nicht mehr so viel Platz für noch mehr neue Sehnsucht und ja, so. Ja. Das ist schon ziemlich gut. Aber trotzdem ist diese Sehnsucht nach irgendwo dann doch wieder da, um dahin zu gelangen, das nochmal zu sehen. Ja, stimmt. Das irgendwie. Aber wenn du das überträgst, das ist ja unser Credo, was wir in vielen Bereichen auch immer haben, der Wechsel zwischen Dauer und zwischen was Neuem, also zwischen Nähe und zwischen Distanz. Also wenn du zu viel Dauer hast, zu viel Nähe hast, dann hast du ganz oft die Sehnsucht jetzt fange ich an, ich habe keine Drogen genommen. Ja, das machst du aber schon ganz gut. Die sind so nach dem Gegenteil. Mhm. Von Dauer ist nämlich Abwechslung. Das heißt, wenn du zu lange irgendwo an einem Ort geblieben bist, dass du dann die Sehnsucht hast nach Wechsel. Ja, genau. Wenn du zu viel Nähe hast in der Partnerschaft, wenn du zu sehr aufeinander hockst, zusammenklebst, dass du dann auch die Sehnsucht hast nach Abwechslung. Auch da, nach Distanz, nach etwas alleine zu machen. Das heißt, Sehnsucht hat auch was damit zu tun. Sehnsucht reguliert Nähe und Distanz und Dauer und Wechsel. Mhm. Fällt mir gerade so auf. Ja. Ja. Ist also ganz wichtig. Von wegen hat nichts mit Psychologie zu tun. Ne? Ja, ich finde sehr wohl. Das ist pure Psychologie. Also, um das Ganze mal ganz sachlich zu machen. Oh ja, bitte. Und dass wir uns das erklären können, worum es eigentlich geht. Also, erste Stufe. Wir kommen in Deutschland an einer Bäckerei vorbei und das riecht nach Apfelkuchen. Und wir sagen, oh, das riecht, das ist ja toll. Wie zu Hause. Wir sind im Plattenbau aufgewachsen. Und wir waren bei einer alleinerziehenden Mutter. Da war nichts. Von wegen heile Welt und so wie wir das im Moment dann. Es geht um Sehnsucht. Wir haben in dem Moment, dank des Geruches, eine Art Sehnsucht. Genau nach diesem Punkt, wo wir uns sagen, oh, das ist es. Ne? Denk mal an so Werbung hier, wie heißt das, Zott, hinein ins Weekend Feeling. Nee, das Leute. War nicht Zott. Ist doch scheißegal. Das war Margarine irgendwie, glaube ich. Entschuldige. Hinein. Willst du wirklich mit mir streiten? Nein. Ist auch völlig egal, welches Produkt es nun war, du alte Ratte.
Warum musst du immer, wenn ich was erkläre, das kaputt machen? Nein, ich versuche eine Atmosphäre aufzubauen, damit man sich das erklären kann. Okay. Und dann kommst du Langweiler mit deinem komischen Quatsch da. Haben wir nicht noch eine Tablette für dich irgendwo hier rum? Ja, geh nach draußen, wo du wohnst. So, nochmal das Ganze, damit ich mich konzentrieren kann. Ja, ich hatte jetzt im Mund. Ja, hoffentlich. Aber du wolltest, glaube ich, irgendwie Amerika sagen. Du bist in Deutschland. Nein, Deutschland. Siehst du, muss das sein, jetzt dein Gequatsche? Halt doch mal einfach im Mund. Ich hatte im Mund, Leute, ich hatte im Mund. Also, Deutschland, erste Stufe, habe ich gesagt. Ja. Erste Stufe, wir kommen an einer Bäckerei. Ja. Hier in Berlin, Tegel oder keine Ahnung wo, in Hamburg, irgendwo dran vorbei, München, und sagen, oh, das riecht ja wie zu Hause. Mhm. Wir hatten kein Zuhause, was so riecht, aber es ist diese Sehnsucht, die uns beflügelt. Und die Sehnsucht, die uns dann vorgaukelt, das ist es. Mhm. Und diese Sehnsucht macht sich die Werbung zunutze. Das war nur ein kleiner Schlenker, in dem die Familie, egal mit was jetzt, nach Hause kommt, und alle werfen sich auf das Sofa mit dem Einkaufskorb sowieso hinein ins Weekend-Feeling. Selbst der Hund, der kein Joghurt oder Kaffee isst, selbst der Hund ist noch dabei und haut sich auf das Sofa, schwanzwedelnd, natürlich so ein kleiner Süßer, ja, und hat das Weekend-Feeling aber gepachtet. Ja. So, traumhaft. Zweite Stufe. Wir sind irgendwo in New York oder in Nevada oder so und kommen an einer deutschen Bäckerei vorbei. Da sind Einwanderer und so, und die haben so ein kleines Teilchen von einem Städtchen da gebastelt und auch eine kleine Bäckerei, und es riecht nach Apfelkuchen. Und wir stürmen da rein und sagen, oh, das riecht wie zu Hause. Und der Verkäufer sagt, ja, das riecht wie bei Muttern. Er kommt aus Arkansas. Wir kommen aus irgendwie, ne, wie gesagt, aus Wanne-Eickel. Und haben also wirklich in unserer Laufbahn nie, aber auch nie so ein Zuhause erlebt, wo es jetzt nach Apfelkuchen duftet. Weil unsere Mutter hat nie gebacken. Warum sollte sie auch? Das gab Fertigkuchen, weil sie gar nicht die Zeit hatte, weil sie gearbeitet hat. Aber unsere Sehnsucht geht mit uns durch. Und die geht auch an dem Ort durch. Und schon haben wir das Gefühl, oh, fantastisch. Genau das ist es. Das ist die Sehnsucht. Und da haben wir sie. Das ist so ein Gebilde, das kann man nicht real beschreiben. Es hat auch keine realistischen Background oder sowas. Es ist, wie Maxi vorhin sagte, oder Hannelore, es ist, was es ist. Es ist die Sehnsucht. Die kannst du nicht näher erklären. Ja. Wir haben dieses unglaubliche, im Englischen gibt es ein schönes Wort, Longing. Ja, Longing, genau. Und dieses Wort Longing, das passt da so. Dieses so, oh, das ist so eine Bewegung, weißt du, die so aus der Magengegend kommt und so in die Arme geht. So, das will man unbedingt auch. Ich habe so ein Längen. Das ist ja, genau. Ich habe so ein Längen. Ja. Und das ist etwas, das kann man nicht näher erklären. Vielleicht kommt da die Psychologie auch mal endlich an ihre Grenzen mit ihren Versuchen und mit ihrem Versuch, alles zu erklären und irgendwie zu messen. Das kannst du nicht mehr messen und klären. Und was willst du im CT? Bin ich sicher, dass es da schon Kollegen gibt, die es da gemacht haben. Als ich damals anfing zu studieren in Hamburg, da hatte ich einen Dozenten, der hat gesagt, also mein Ziel ist es, die Psyche genauso vermessbar und genauso messbar und vermessbar zu machen, wie es Mediziner mit Blutwerten, mit EKG und so weiter machen. Ja, aber was für eine Vorstellung. Ja, wie bekloppt ist das denn? Also erstmal ist es ja sowieso interessant, ein Organ, was sich selbst untersucht. Gut, anderes Thema. Nee. Ist ja schon mal interessant. Können Leute gerne 4 Wochen drüber nachdenken. Aber es ist so, die zweite Stufe ist ja,
wir haben es mit Gefühlen zu tun. Mhm. Und wir haben es immer wieder mit Vernetzung zu tun. Mhm. Mit Dingen, die, wenn ich ein ausgesprochen reger Geist bin und ich lasse Dinge einfach zusammenprallen, weil ich daran Spaß habe und guck mal, was bei rauskommt, dann ist das etwas, was nur ich tue und es kommt auch nur bei mir raus. Bei jedem anderen kommt was ganz anderes bei raus. Yes. So. Puh. Jetzt kannst du weitergehen mit deinem langweiligen, komischen Kram. Das finde ich interessant, weil wir hatten ja Weekend-Feeling und Werbung. Also Werbung... wie schön, dass das bei dir hängen geblieben ist. Denk an den Hund. Denk an den Hund, der im Weekend-Feeling schwanzwackelnd da... Der wurde bestochen mit irgendwas. Da bekam Mörder Geld dafür. Ja, aber bestimmt nicht hier den Jakobscafé oder so. Ich weiß nee, nicht. Nee, bestimmt. Aber das ist ja das. Werbung hat ja nun das Ziel, eigentlich in uns Bedürfnisse nach Dingen zu wecken, die wir vorhin noch nie gehabt haben. Wo wir und noch auch hinterher was, nicht brauchen. Nicht wissen, dass wir das unbedingt. Ne? Und das funktioniert dann nur, weil wir denn dieses Zeugs, ob jetzt der Joghurt oder die Margarine mit bestimmten Werten und jetzt kommt es mit bestimmten Sehnsüchten auffüllen. Richtig, genau. Ja? So, und dann, und das wird eben halt schamlos ausgenutzt, ja. Also diese Sehnsucht. Da, von der Freude machen hinein ins Wickenfeeling. Und das hat so gepasst. Und das ist schon lange her. Mhm. Oder denkt an diesen jungen Mann, der sich rückwärts im Trenchcoat irgendwo in den Seehaar, in den See, ins Seegras da schmeißt. Ja, in die Düne schmeißt. In und die sagt, Düne. Endlich hier Mensch sein oder so. Ne? Ja. Die Jever, das war eine alteingesessene Firma, die wollten sowas nicht. Nee. Um Gottes und dann, Willen. Ich weiß nicht, auch Fischer-Appel war das die Werbeagentur. Nee, oder? Ja, erzähl mal weiter. Ja, dann komm ich. Die mussten die erstmal überzeugen, aber da, du kannst dir diese Suggestion, du kannst dir die Erfüllung von Sehnsüchten, diese Erfüllung, meinetwegen auch das Glück, kannst du dir erkaufen. Mhm. Ist eine Illusion. Und du weißt es, du hast denn das Gerät und du hast dieses. Meinetwegen, du hast auch das Auto. Ja, du freust dich den Moment und es wird nach relativ kurzer Zeit zur Gewohnheit. Das war's denn. So. Nö, und dann kommt also, die nächste Sehnsucht. Ja, das schon, aber... trotzdem, wenn du wirklich eine richtig große Sehnsucht befriedigt hast, dann hat das auch eine richtig tiefgehende Wirkung. Weil diese Sehnsucht, die ist so elementar. Aber Sehnsucht nach was Materiellem? Also wenn dir. Tilly, das geht doch nicht um etwas Materielles. Nee, sag ich Weak and Feeling, das hat nichts mit materiell zu tun. Ja. Nur wenn du eben halt diese Margarine, diesen Joghurt kaufst und du sitzt davor mit deinem Brötchen oder du löffelst den Joghurt und denkst... Ach, du hast wieder die Realitätskeule, ohne dass du verstehst, wie es so wirklich besser geht's mir. Nein, das ist die Illusion. Nein, du bringst aber doch nicht das eine mit dem anderen. Nein, es wird die Illusion, die verkauft wird, ja. Das ist bei dir so hart. Mhm. Du verstehst das gar nicht. Das ist, es geht um Traumwelten, es geht um Sehnsuchtswelten. Ja. Das geht auch du darum. Du siehst dieses Bild vor dir, wie die Familie zusammen ist und so. Und du nagst an deinem Brötchen und in deinem Geiste hast du dieses unglaublich schöne Gefühl von deiner Familie, die zusammen ist und so weiter. Mhm. Dabei ist dein Alter schon längst abgehauen und deine jetzt Kinder... Jetzt kommst du mit der Realität. Ja, aber du siehst es in dem Moment nicht. Das ist mir schon klar. Du bist und ja froh, dass der... ältere pubertierende Sohn noch mit dir da sitzt. Und schon ist das irgendwie, bist du irgendwie gut drauf und denkst an Sehnsucht und verfällst auch da rein und sagst dann, Mensch, weißt du noch, wie wir immer zusammen hier gesessen haben und so. Und wenn du Glück hast, fallen die anderen mit ein in diese, weil sie auch diese Sehnsucht haben und es ihnen fehlt. Ja. Wenn nicht, dann schaltest du ab und hörst das nicht. Ja. Stimmt. Wir haben viele solcher Sehnsuchtsorte. Oh ja. Und wir leben eigentlich jeden Tag von einer Blase in die nächste, von einem Sehnsuchtsort in den nächsten. Und brauchen das ganz dringend.
Das ist das, was uns niemand sagt. Und ich glaube, es hält uns auch lebendig. Ja. Es hat jemand anders, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber dass die Sehnsucht letztendlich das ist, was mit am menschlichsten ist. Doch, ja. Genau, das hat Bloch gesagt. Zu seinem 90. Geburtstag, Ernst Bloch, der Philosoph, hat gesagt, ich habe in meinem Leben herausgefunden, dass die Sehnsucht die einzig ehrliche Eigenschaft des Menschen ist. Mhm. Oh, ich muss nochmal, was so schön. Ich habe in meinem Leben herausgefunden, dass die Sehnsucht die einzig ehrliche Eigenschaft des Menschen ist. Das sagte Ernst Bloch in einem Interview zu seinem 90. Geburtstag. Ja. Weil da schummelst du auch nicht. Also da kannst du, was willst du da schummeln? Nein, ich habe eine Sehnsucht nach. XY. Ja, das machst du ja für dich. Das ist ja eine Frage, die du nur für dich im stillen Kämmerlein oder unter der Dusche beantwortest. Aber nicht, das ist nichts, was du jetzt mal eben als Partygag unter die Leute bringst. Oder. Und wenn du das aber erzählst, wenn du das einem Freund erzählst oder jemandem, ich habe eine Sehnsucht nach XY, dann bist du in der Regel sehr ehrlich. Und wenn du so willst, kommst du damit, kommt der Mensch, wenn er sich mit seinen Sehnsüchten beschäftigt, sich innen drin sehr, sehr nah. Also er kommt seinem Herzen, wenn du so willst, sehr, sehr nah damit. Und das ist toll, deswegen liebe ich das auch, mit Leuten über Sehnsüchten auch zu reden. Und es gibt auch ein bisschen Orientierung, wo soll das Leben hingehen? Es ist ja nicht zu Ende, es ist ja immer ein Fluss. Ja, und worum geht es eigentlich beim Leben? Also du kannst ja mit jemandem sprechen und ja, der hat eine Familie und er hat dies, der hat das und lebt also in diesen und jenen Zusammenhängen. Aber tief innen drin sehnt er sich schon längst nach der Arbeitskollegin und hat die Kinder so satt. Und sehnt sich so innen drin nach dem Aussteigerleben in Alaska. Mhm. Und dann eines Tages, zawusch, da ist sie. Da ist plötzlich eine Frau und die hat all das. Und dann fragst du dich als Ehefrau, wir haben doch so viel aufgebaut. Schlechter Satz. Wir haben doch so viel zusammen erarbeitet. Ja. Wen interessiert? Ja. Das sind so Sachen, das ist alles wahr. Aber es kitzelt nicht mehr die Sehnsucht deines Partners. Mhm. Der ist schon längst abgezogen. Der lebt schon seit 3 Jahren in Alaska. Mhm. Und du hast es überhaupt nie bemerkt. Mhm. Er hat nie darüber gesprochen. Mhm. Und hätte er das mal irgendwann gemacht, wer weiß, ob du nicht gesagt hättest, weißt du was? Das finde ich ist eine tolle Fantasie. Mhm. Diese Sehnsucht habe ich auch. Mhm. Weißt du was, wir bringen jetzt die Kinder noch, bis sie 18 sind, zur Schule hier. Mhm. Und dann wir beide fahren los nach Alaska. Du wärst überrascht, wie viele Ehen oder Beziehungen, Partnerschaften, Freundschaften es noch weiterhin geben würde, wenn die Leute über ihre ehrlichen Motive sprechen würden. Ne? Ach, Schatz, ich will ja immer nach Neuseeland. Ne? Achso, ja, dann mal los. Werd gesund und auf geht's. Ja, habe ich schon einen Flug gebucht. Ne? In der Paarberatung stelle ich gerne so Fragen wie, welche Sehnsüchte, wo wollen Sie leben? Wo stellen Sie vor? Ach, wo, du bist ja so süß. Nee, wo sind Sie so in 5 Jahren? Wo werden Sie da sein? Welche? Und gerade wenn da die Ziele sehr auseinandergehen, wenn die Sehnsüchte sehr auseinandergehen, dann hast du ein Problem. Wenn die aber beide sagen, ja, also ich stelle mir schon vor, werden in unserer Hütte auf den Lofoten sitzen und Bücher schreiben und der oder die sagt dann, ja, genau das kann ich mir gut vorstellen, dann weißt du, die beiden haben ähnliche Sehnsüchte und ähnliche Sehnsüchte halten auch irgendwo zusammen. Mhm. Ah. Und das Tolle ist ja, dass manche Sehnsucht sich dann zu zweit anders auswirkt. Ja. Man findet andere Wege. Ja. Also wir sind ja nicht ganz bis zu den Lofoten gekommen, wir sind an der Schlei hängen geblieben. Ist aber ja auch was Schönes. Am Wasser, ne? Und so und richtig. Und erinnert mich immer sehr. Erinnert mich tatsächlich sehr. Aber es ist eben realistisch. Das sind die kleinen Lofoten hier. Es sind wirklich, und wir haben eine Gegend, wo du dich jeden Tag an früher erinnerst ja, und wirklich, genau. Und du wo dich du auch aus der Tür. Ja.
Und ich habe neulich gesagt, und das klingt wirklich ganz furchtbar, ist aber so, in Hamburg hätte ich diese ganze Krankheit und so weiter nicht überlebt, wenn wir nicht diese Alternative gefunden hätten. Wir haben ja nach meiner OP damals der großen, wo ich also kaum kriechen konnte und im Rollstuhl gelandet bin, haben wir ja etwas gesucht, wo wir hin konnten und haben ja wirklich in Hamburg barrierefrei nichts gefunden, war ich glücklich. Und dann habe ich doch gesagt, du, wir müssen woanders gucken. Lass uns doch irgendwo am Wasser gucken. Genau. Und dann habe ich das hier gefunden. Und da hast du, werde ich nie vergessen, hast du gesagt, ja komm, wir wollten doch schon immer ins Wasser. Dann guck dir das doch an und siehe da, eigentlich war es erstmal eine Interimslösung und jetzt ist es hier so eine Dauerlösung. Ja, und für dich ist es schon, also der Sprachgebrauch ist ja verräterisch. Also wie oft sagen wir ja, der muss so nach Hause kommen. Ja, aber zu Hause ist es eher hier als in Hamburg. Hamburg, obwohl wir da natürlich noch Büro Wohnung und alles haben. Aber es ist, es hat sich so geändert. Ja. Und wir sind dem Traum ein ganzes Stück näher gekommen, der Sehnsucht, ohne die Sehnsucht wirklich umgemodelt, also ohne sie in die Realität umgesetzt zu haben, sondern es ist eigentlich eine kleine Lösung. Ja. Aber die ist fantastisch. Ja, genau. Das heißt also, Sehnsucht treibt uns an, immer weiter zu suchen, uns immer wieder auf den Weg zu machen. Also ist so ein innerer Antrieb auch, ne? Also unter anderem, neben all diesen anderen Sachen, aber so und so, Punkt. Ich will jetzt auch gar nicht die negativen Seiten, ja, weil Sucht, haben wir vorhin gesagt, und Siechtum, wenn du nur in deiner Sehnsucht stecken bleibst, solche Leute kenne ich auch in der Beratung, die ihre Sehnsucht, also die sich wirklich verbrennen, im wahrsten Sinne innerlich nach dieser Sehnsucht. Weil du musst natürlich auch ab und zu einen Realitätscheck so machen. Und sagen, wenn ich nicht diese Sehnsucht erfüllt bekomme, dann werde ich sowieso nie glücklich werden. Wenn ich nicht den Partner, die Partnerin, wenn ich den nicht bekomme, diesen einen Menschen, dann werde ich nie in meinem Leben glücklich werden. Was natürlich dann auch meistens, und da muss man mal wirklich überlegen, da ist die Sehnsucht ja meistens nach einem Gefühl. Man möchte sich so und so fühlen. Ja, und wahrscheinlich ist derjenige, der einem dieses Gefühl geben kann, schon längst aufgetaucht, aber ganz woanders. Ja. Ja. Und ist eben nicht der, was weiß ich, der Hühne oder die unheimlich tolle Blondine oder so mit Körbchengröße D, sondern das ist was ganz anderes. Aber man kann sich doch, man kann doch mal gucken, weil diese Sehnsucht, die lässt sich ja auch so richtig verblöden. Ja, ja. Wenn du nicht aufpasst. Ja. Und da kommen wir wirklich in Richtung Sucht. Du kannst dich auch in, das können wir beide auch, ich kann das sehr gut, in meiner Fantasie kann ich mich so in meinen Sehnsüchten so begeben, als wenn die schon erfüllt sind. Ja, und jetzt komm nicht mit Körbchengröße D. Nö. Ach nö. Nein. Aber so dass ich also innen drin schon fast das Gefühl habe, ja, die Sehnsucht ist, ja, ich habe es schon erreicht und kann mich gar nicht auf den Weg begeben. Also man kann sich in seiner Sehnsuchtsfantasie auch so reinsteigern, dass man trotzdem sich nicht bewegt. Ja. Aber Sehnsucht hat eben dieses Gefühl von, ja, Augustinus, jetzt kommt noch ein bisschen Bildung, für den ist die Sehnsucht nach etwas nach dem Vollkommenen, nach dem absolut Lebendigen. Also das, nach der guten Gestalt, jetzt kommen wir noch zum anderen Begriff. Ja, das ja. Es gibt in der Psychologie, auch in der Kunst, das Gesetz der guten Gestalt, wo du sagst, jo, genauso, wenn du ein Bild anguckst, wenn du irgendwas, eine Blume anguckst, so dann was, wo du sagst, jo, perfekt. Ja, da überzeugt uns vor allem die absolute Geometrie. Ja. Also man hat das untersucht, indem man Bilder gezeigt hat. Ja. Und das Gesicht, was am geometrischsten ist und wirklich von der Nasenwurzel absolute Supermaße hat, jedenfalls nach Michelangelo, und zwar befinden wir uns da im Reich von Tom Cruise. Tom Cruise hat eins der regelmäßigsten Gesichter überhaupt auf dem Erdball. Okay.
Das ist überzeugt ein bisschen kurz geraten, ist egal. Das ist völlig egal. Es geht um sein Gesicht. Es geht nur um sein Gesicht. Mhm. Ist nicht kurz geraten, Tilly. Also wirklich. Du zerschmetterst jetzt gerade den. Also ganz ehrlich, ich habe Tom Cruise in meinem Bett. Mein Gott, nochmal, dann rutsche ich halt ein bisschen nach unten. Du hast mich? Du hast Manfred. Hallo. Was soll ich denn mit dir im Bett? Hallo. Es geht um Tom Cruise. Oh, Leute. Geometrisches Gesicht überhaupt. Okay, ich nehme mein Bart ab und dann kannst du sehen, wie. Oh, ich das sieht so schrecklich. Das war so nicht gut, die Idee. Hm. Wir haben das mal in Amerika gemacht, da hat er den Bart abgenommen. Ja. Oh, war das furchtbar. Oh, komm. Nein, das war echt schrecklich. Ja. 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 Wie kommen wir jetzt nach Sehnsucht, von meinem Bart zur Sehnsucht? Oh, Männerbashing. Nein. Also nochmal. Nein, es kommt nur, weil ich jetzt ernsthaft gesagt habe, also recht ebenmäßig und so. Genau. Gibt andere, Heidi Klum und die haben sehr ebenmäßige Grate. Mhm. Die meisten Menschen, wenn man, das kann man immer ausprobieren, wenn man ein Foto hat und man schneidet das an der Nase so durch, von oben nach unten und klappt dann die Seiten praktisch offen dagegen. Mhm. Da merkt man, wo die Nase eigentlich so hinrudert. Mhm. Und das ist bei uns allen irgendwie ziemlich wüst. Stimmt. Was aber nicht, also das macht aber auch ein Gesicht interessant. Man hat Versuche gemacht, in denen man solche Gesichter im Computer das perfekte Gesicht wollte man ja haben. Genau, wollte man haben, um mal sehen, wie das eigentlich wirkt, ob die Leute darauf abfahren. Und da wurde es auch noch in dem einen Durchgang ein Architekt, weil wir wissen, dass also gutes Gesicht plus Architekt, das ist der Wunsch überhaupt bei Frauen, das mögen sie gerne. Mhm. Aber wenn das Gesicht zu gleichmäßig war, war es uninteressant. Es wird langweilig. Du kannst es nicht unterscheiden von anderen. Und Cindy Crawford mit ihrem Schönheitsfleck. Ja, Gott sei Dank hatte sie ihn, weil alles andere war so perfekt an ihr. Und genau das ist dieses, was wir versuchen eben, wenn wir die Sehnsucht haben, dann finden wir diesen Schönheitsfleck ja so niedlich. Ja. Oder die Sommersprossen oder was auch immer. Ja. Diesen kleinen Makel in der Perfektion, den finden wir irgendwie großartig. Ich habe gelesen, Christine, unsere Facebook-Freundin, hat auch wieder schöne Sachen geschrieben, unter anderem, weil sie wohnt gar nicht so weit weg von uns. Sie hat geschrieben, oh je, also Thema Sehnsucht, ziehender Schmerz, so schön, dass es was wehtut. Ja. Ein Triggerthema jedenfalls, wirksamste Motivation ever, wenn man sich dadurch keine Träume zerstört. Richtig. Meine größte habe ich umgesetzt, als ich vor etwas über 3 Jahren in den Norden gezogen bin. Mhm. Ich finde, man braucht immer welche. Jo, ja, so, genau. So ist es. Wenn diese, und das genau das beschreibt sie, wenn diese Sehnsüchte so eine Art Traumwehr sind und man dann auch wirklich daran arbeitet, diesen Traum oder diese Sehnsucht in die Realität umzusetzen. Mhm. Und das nicht nur, du sitzt da jetzt nicht nur eben in Köln und denkst die ganze Zeit, ach, ich würde so gern. Nee, wirklich dann auch mal probieren. Ja. Und wenn es erstmal nur ist, für, was weiß ich, 2 Wochen, um zu sehen, ist das wirklich so toll? Mhm. Na? Aber nochmal, Sehnsucht ist etwas, was wirklich in meinem Herzen ist, in meinem Kopf, in meinem Herzen, wo auch immer. Mhm. Das ist etwas sehr Persönliches, was wirklich nur mir gehört. Ja. Das kann mir nicht genommen werden. Ich kann alles Mögliche. Du kannst leider durch Hochwasser und durch alles Mögliche, kann dir vieles genommen werden, aber nicht diese Sehnsucht. Die ändert sich durch Hochwasser oder sonst wie vielleicht auch, indem du sagst, nee, also jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt ist mein Zuhause kaputt. Ich wage den nächsten Anfang. Ja, ich
fahr wirklich jetzt in den Norden oder und guck mir mal an, ans wie das Wasser da ist. Oder guck dann. Ja. Aber egal was, es bleibt in deinem Herzen. Mhm. Und das ist, wenn du so willst, was Ernst Bloch ganz toll gesagt hat, das ist so ehrlich. Ich würde auch sagen, ich würde auch vorsichtig sein, mit wem ich über meine Sehnsüchte wirklich rede, weil das ist sehr, ich finde, sehr wertvoll. Ja. Und ich möchte nicht, dass jemand dann, der es sich versteht, oder in so einer Bierlaune oder sowas, die womöglich das ins Lächerliche zieht. Du sitzt ja immer noch hier. Ja, in so einem Wolltest du nicht? Nach so Klassentreffen irgendwie nach 20 Jahren. Ganz großartig. Also vorsichtig, mit wem ich über meine Sehnsüchte rede. Ja. Auf der anderen Seite aber auch Sehnsucht jetzt nicht darin nur stecken bleiben. Mhm. Versuchen aktiv zu werden. Vielleicht auch mal gründen, das ist jetzt wieder Psychokram. Warum habe ich diese Sehnsucht? Mhm. Woher kommt die eigentlich? Habe ich eine Erklärung dafür? Das würde ich sagen und ja. Ich hatte früher immer die Sehnsucht nach oder eine Zeit lang nach einem bestimmten Mann. Und dann kam ich. Und dann kam Tilly. Und schon war die Sehnsucht vorbei. Sag es. Aber mir war völlig klar, dass diese Sehnsucht absoluter Grottenolm, also überhaupt was? Nicht, dass diese Sehnsucht, die ich innerlich hatte, aber auch wirklich nichts mit der Realität zu tun hatte. Mhm. Und mir war auch klar, dass diese Sehnsucht wirklich nur eine Sehnsucht war, weil ich den irgendwie so toll und überhaupt. Mhm. Das hat sich völlig verflüchtet und zwar von allein. Nee, durch mich. Ja, oder durch dich, durch den Alter. Ja. Weil der viel schöner war. Und, oh, danke. Das wollte ich doch. Ja. Mann, dann muss ich ja mal arbeiten hier. Ja, ne? Ja. Weil aber der echt? Alltag ist es doch, den man stemmen muss. So. Was nützt mir das, wenn da jemand dufte aussieht und ach, und das ist ja, und der hat ein Gesicht zum Niederknien und hast nicht gesehen. Ja, aber damit er so aussieht und damit er immer noch seinen Sixpack da hat, muss er doch jeden Tag irgendwas stemmen. Und das sag es nicht. Wage es nicht zu sagen. Leute, es gibt Wege, wie man die Sehnsucht auch völlig in die Tonne tritt. Erzählt sie eurem Partner, wirklich. Und dann ist das Thema durch mit der Sehnsucht. Ja, das Thema mit dem Stemmen, Entschuldigung. Oh, du, ich hau dir den Kaffeepott auf die Birne. Echt, Schnabeltasse. Kaffee in einem Schnabelbecher. Ist das schön. Oh, mehr von diesen Drogen. Ah, ist das schön. Oh Gott. Du weißt doch, was ich meinte. Mhm. Lass doch deine kleine Frau nicht so. Ja, die kleine Zarte. Ja. Aber jetzt nochmal wirklich, weil genügend, auch gerade Frauen, Männer auch, aber überwiegend Frauen, die Sehnsucht nach diesem bestimmten Typus von Mann hat, fast unerreichbar. Ja. Oder die wirklich sich sehr in einen Mann verliebt haben, der meinetwegen schon vergeben ist und wo es wirklich nicht erreichbar ist und die trotzdem so dran festhalten, dass sie dadurch krank werden. Schlimmstenfalls sogar zu mir in die Beratung müssen, stell dir vor. Und das ist eben genau der Punkt, weil du musst diesen Realitätscheck mal irgendwann machen und du musst einfach erkennen, damit der so aussieht, wie der aussieht, muss der jeden Tag wirklich arbeiten. Stemmen. Was ich gesagt habe, stemmen. Und jetzt nicht mehr. Nein, ich habe nicht gelacht. Na? Also, und der stemmt nicht dich, sondern der geht irgendwo. Ja, ich habe es selbst gemacht. Und so, und der ist irgendwo hier im Fitnessstudio und dann aber 3 Stunden jeden Tag. Das ist ja auch nicht gerade eine Leuchte. Ne? Hm. Also was dabei rauskommt. Ja, ja. Wenn der jeden Tag da 3 Stunden irgendwie. Nee. Also lieber jeden zweiten Tag 3 Stunden ums Nur laufen. Ja, ne? Aber das ist jemand, der sich mit und dann wiederkommt und sagt, ich habe über dies und das nachgedacht. Genau. Wie viel interessanter. Ich brauche doch nicht so einen Mann, der nach Hause kommt und sagt,
Wie Brötchen? Habe ich jetzt nicht dran gedacht, weil ich esse heute Morgen Smoothie aus Brokkoli und ich habe keine Ahnung eklig, was. Ja. Ja, Mann. Ja. Hättest du gedacht, dass das Thema Sehnsucht so vielfältig ja, sein kann? Ja, deshalb wollte ich das ja so gerne haben. Ja, ist richtig gut. Weil ich das echt toll fand. Das ist so ein, es ist ein völlig ungeklärtes Thema. Also für Psychologen ein Stolperstein. Ja. Gibt's nichts drüber. Die Psychoanalyse, die meint ja sogar, also du wirst eigentlich als Mensch nur reif, wenn du deine Sehnsüchte loslässt. Ja, das denn auch noch zu einem aber Überfluss. Ich bin mit Psychoanalyse. Und was machen all die Literaten unter uns? Ach. Es geht um Sehnsüchte. Jedes Lied, ein Schiff wird kommen und es bringt dir den einen. Ja, das ist Sehnsucht ja, pur. Ja. Das ja. ist es doch. Ja. Die ganze irische Volksmusik, Irish Folk, ist voll mit diesen Sehnsuchtsmelodien. Ja. Schottische übrigens auch. Ja. Das ist etwas, das rührt an etwas, sogar an uns. Also wir als Nordlichter hier, als Nordeuropäer, als Deutsche, sind absolut angetan von irischer und schottischer Folklore. Mhm. Und das ist uns ja eigentlich fremd. Mhm. Und trotzdem, irgendwas bringt es zum Klingen. Mhm. Das ist auch in den Gedichten so. Mhm. Es kitzelt. Mhm. Diese Sehnsucht nach Weite, nach dem Strand, wo ich dran spazieren gehe und im Geiste mir vorstelle, dass meine Lieben, wer weiß, wie viele tausend Kilometer entfernt sind. Mhm. Dieses Longing, ne? diese Sehnsucht nach einem. Natürlich sind das nur Bilder. Mhm. Moment, so Flash, so. Wie soll man das mal nennen? So blitzartige Bilder. Aber sie machen unseren Alltag wirklich wunderschön. Ja. Und das kann auch keiner erklären, diese Sachen. Na, man muss auch nicht alles erklären. Aber in der Sehnsucht vielleicht jetzt, Mann, wir sind auch über 15 Minuten haben wir schon. Ja. So. Aber es klingt auch immer bei einer Sehnsucht immer so ein bisschen Hoffnung mit. Ne? Ja. Die Hoffnung, mein Leben kann auch anders werden und irgendwann, dann breche ich doch mal auf. Mhm. Oder ich breche aus. Und dann werde ich meine Sehnsucht mehr oder weniger stillen können. Zumindest wächst die Fantasie, wie man jetzt Ausbruchsversuche vielleicht auch wagen kann. Ja. Und ein Teil meiner Arbeit, auch in der Beratung unserer Arbeit, ist genau solche Ausbruchsversuche zu stützen, zu realisieren, sie vielleicht machbar zu machen, so, also wir reden, also ich rede ganz viel über Sehnsüchte. Und damit verlässt du natürlich auch jegliches, also Fassbare, sondern es geht um das Individuelle, das ganz Individuelle einer Person in einer Therapie. Genau. Das ist ja das, was die meisten so unglaublich bekloppt finden, wenn sie zu einem Therapeuten gehen und sie haben das Gefühl, dass der spult da so ein Thema Park ab, weißt du? Das braucht nur echt kein Mensch. Mhm. Es geht um diese Momente. Ja. Und die sind immer unterschiedlich. Ja. Das heißt, jeder Therapeut muss sich auf jeden Patienten einzeln einstimmen. Genau. Weil schon der Nächste hat vielleicht die gleichen Voraussetzungen, aber seine Sehnsüchte, seine verborgenen Inhalte sind auch schon wieder ganz anders. Aber allein eine Atmosphäre und sie einzuladen, diese Menschen, mit uns, mit mir, mit dir über diese Sachen zu reden, mit denen sie sonst mit keinem so richtig reden können, weil sonst, sie haben das Gefühl, auch die nehmen mich dann auf den Arm oder ich werde zum Gespött oder ja, genau, sowas. Wie ich eben sagte, ne, in der Kneipe, bist du immer noch da. Das ja, ganz toll. Also. Wir haben festgestellt, Sehnsüchte sind etwas sehr Außergewöhnliches. Trotzdem hat sie jeder, aber sie sind absolut individuell. Man muss aufpassen, dass man nicht völlig drin hängen bleibt, aber sie machen unser Leben auch unglaublich interessant. Genau.
aufpassen, mit wem man darüber redet, damit man das nicht plötzlich um die Ohren gehauen kriegt. Aber wenn man jemanden wirklich liebt und wirklich mag, als Freundin oder als Freund oder wie auch immer, dann sollte man das auch vielleicht versuchen. Zumindest sich selbst gegenüber. So. Na? Vielleicht mal in einem Tagebuch versuchen zu formulieren oder so. Wirklich. Und ansonsten treffen wir alle uns in der deutschen Bäckerei in New York beim Apfelkuchen und werden alle brüllen, ja, das schmeckt total wie bei Mutter. So, ja, genau. In dem Sinne, guten Appetit beim Frühstück, ihr Lieben. Ja. Na? Und, ja, ich muss mal gucken, was wir jetzt eigentlich essen. Wir haben so viel, ich habe so viel gesammelt, ja, dass ich gar nichts gegessen habe. Und wir wollten ja nachher noch ein richtig ausführliches zweites Frühstück machen mit, mit Baked Beans, mit Rührei, mit, ich habe so kleine Rostbratwürstchen, so, so fett reduziert. Und dazu den Bacon finde ich und super. Und dazu ein bisschen Bacon, so, also richtig. Habe ich mir mal gewünscht. Ich habe mir gewünscht und ein bisschen Hashbrowns und so, also so Kartoffeln. Ich habe mir mal so ein richtiges englisches Frühstück gewünscht. Ich habe gesagt, das muss mal sein. So, und da seht ihr, Annika, wird es langsam besser gehen. Sie und ist das schon ist meine wieder. Sehnsucht, dass du ja, ich weiß. Wieder gesund wirst. Ich habe auch die Schnauze voll. Glaube ich auch. Also. Ihr Lieben, ihr macht's gut und bis nächste Woche. Und wenn das wieder heißt am Sonntag, na, Psychologen ja. zum Frühstück in Scheiben oder einem Stück. Boah, wie eklig ist das. Bis dann, tschüss ihr Lieben, tschüss.